Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day Change Home Castle von Sam Crow. Wet and dry, also feucht und trocken, Change Homes are always dangerous, sind Kettenhunde immer gefährlich. 2,37% ist die Abschlussrate, 17 von 717 Versuchen waren erfolgreich, 53 Leute haben es gespielt, 15 Herzen hat es bekommen. Ah, Sam, dann lass mal die Krähe raus, würde ich sagen, ne? In diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Video. Super Mario Maker 2. So, erstmal, das ist ein Spiny. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass die Lava steigt. Du willst mir... Achso, okay. Kommt da irgendwas raus? Nee. Ja, das ist wirklich gefährlich. Shit. Wuhu. Keine bösen Wörter. Doch, habe ich aber gesagt. Und ich lebe noch. Ne, da muss ich jetzt die Lava abwarten. Erstmal Checkpoint. Achso, da komme ich noch gar nicht lang. Ja, komm. Wer liebt sowas nicht? Oh, komm jetzt ernsthaft. Ich warte. Ich warte. Ich schwimme da nicht hinterher. So. Dammes. Oh. Okay. Hier gehen wir unter lang. Hier gehen wir unter lang. Ich habe Angst. Ich stelle mich gut an, oder? Ach, danke, Checkpoint. Weißt du, macht man sich keine Freunde. Oh. Okay. Ha, ha. Das ist eine fiese Stelle. Bis dahin muss man durchkommen, ohne... Fragt mich mal, wie ich das geschafft habe. Okay. Ich hab Geduld. Ah. Ich muss es anders machen. Oh.
Okay. Ich warte. Ich bin durch. Kommt noch einer runter? Nein, schade. Ich wollte gerade sagen. Ich bin weg. Ich bin definitiv weg. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lava... Nee, ich glaube, die Lava wäre gar nicht so gekommen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Also, an sich ist es ein nettes Level. Ich finde, das Unterwasser-Setting passt nicht so richtig dazu. Klar, du sagst nass und trocken, wet and dry. Aber trocken war es ja nicht, weil da die Lava war. Weil die Lava ist ja auch eigentlich, wenn man es mal so nimmt, flüssig. Na, also in dem, der Form, ja gut, feucht. Kann man jetzt halten. Also du schwitzt da, glaube ich, wie in einer Sauna. Also die Luftfeuchtigkeit wäre da sehr hoch. Also kann man jetzt drüber diskutieren. Aber wie gesagt, ich fand jetzt diese Unterwasser-Parts irgendwie nicht ganz so... Ich sag jetzt mal astrein. Anders hätte es wiederum ein bisschen besser gepasst. Hätte es irgendwie, ich weiß nicht, in so eine Höhle gepackt. Ich weiß, dann wäre es ein bisschen wieder schwerer gewesen. Aber ich glaube, das hätte dem Ganzen ein bisschen einen besseren Flair verpasst. Okay, gut, wir dürfen auch nicht vergessen, Mario Brothers 1 gab es auch, Bowser's Castle, Unterwasserwelt, Bowser's Castle, ja, in Ordnung. Also insofern, ja, komm. Ja, aber wie gesagt, grenzwertig, grenzwertig. Also, ich hätte jetzt, wie gesagt, da eher so das mit so einem Tunnelsystem verbunden. Am besten wäre natürlich, wenn man drei Ebenen hätte, da hätte man sagen können, okay, gut, hier hast du dein Schloss, hier hast du deine Tunnelwelt und, weil ich so toll bin, hast du hier deine Unterwasserwelt, dass man wirklich so diese drei Ebenen sieht. Leider nicht möglich. Danke Nintendo an dieser Stelle. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.